liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Es ist wieder soweit. Gezockt wird eine saftige Runde Wench Simulator. Mit dabei ist Leiche Andres, Scharfschütze, Anime-Fan und Löffig-Schnitzel Sarah. Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen. Musst du mich so nennen? Ja. So wie du rumläufst, Sarah? Was sollen wir dazu so anders sagen? Ja. Das Ding ist, wir müssen wieder auf jeden Fall Geld verdienen, ja? Ganz ja. Eindeutig, die Frau kann sich leider keine Hose leisten. Wer möchte die Leiche dran? Das müssen wir abändern. Dankeschön. Ein wunderschön, hallo. Es ist ja. Euch noch, Freunde, er hat eine Kugel in seine Eier bekommen. Du hast meine Luftmatratze kaputt gemacht. Cool. Und worauf ich Bock hätte, ich habe gerade schon geschaut, wir haben eine Haushaltsbilanz von 1071. Wenn der liebe Anime-Fan gleich Bock hat, ein bisschen jagen zu gehen, könnten wir vielleicht uns schon die Milchmaschine leisten. Ah ne, die du hatten wir schon. Eine Milchmaschine. Ich würde sagen, das nächste ist, ich hole mir Lion King und Mella, die beiden Schweine. Der letzte Aufnahmetermin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen her. Ein bisschen kürzer sind wir getreten. Wir haben heute den 3.5. Alter Schwede. Und die letzte Aufnahmesession ist tatsächlich ein bisschen her. Ich glaube, da hatte ich auch das Datum gesagt. Das geht hier schon wieder ab. Ich habe schon das erste Bambi erledigt. Oh, nice. So. Und wieder mein Ziel sagen, ist es, Mella und Leinpinguin die beiden Schweine zu bekommen. Möchte ja jetzt nichts sagen, aber ich lock dann jetzt nochmal aus, ne? Warum, was passiert? Er hat mich schon wieder im Liegen auf der Luftmatratze ermordet. Meine Steuerung ist schon geiles System. Das hatten wir schon mal. Ich kann mit nichts mehr interagieren und wenn ich nach vorne drücke, laufe ich rückwärts. Also, das Spiel ist auf höchstem Niveau, Freunde. Okay, ja, überleg's jetzt, was sollen wir mal warten? Wie ging das doch mal mit der Milchmaschine? An die Zitzen dran. Ja, aber hier habe ich nichts zum Aufheben. Das ist gerade ein bisschen verbuggt bei mir. Okay. Kannst du einmal ganz kurz an die Milchmaschine gehen? Du bist der Host. Kann sein, dass du die Sachen erst freigeben musst wieder. Ich bin unterwegs. Ich drehe um. Es tut mir leid. Kannst du da irgendwas aufheben? Kann das komplette Ding aufheben. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Es wird mir angezeigt, aber nada. Oh, lol. Andres kommt auf der Ranch an. Welcome back. Aufheben? Also Ich finde ja, diesen Gag könnten wir uns in Zukunft sparen. Also ich kann nur die Milchkanne erstmal rausholen. Ah, warte mal. Jetzt stelle ich das Ding nochmal dahin. Hineinlegen. Dann brauchen wir die Emma. Jetzt funktioniert's. Ja, siehste, einmal kurz weggepackt. Wunderbar, ich danke euch. So, ich gehe mit den Tieren spielen. Ich bin mal gespannt, ob die Quests wieder da sind. Mal gucken, ob wir 6.000 Euro mal extra machen können. Sind sie. Also erfahrungsgemäß, wenn zwischendurch nichts gepatcht worden ist, sind sie. Das ist ja eigentlich irgendwie cheaten, dass wir uns Geld reinholen. Egal! Das könnte ich auch einfacher haben. Also mit Make-Maschine haben wir 14 Liter. War das jetzt mit dem Eimer genauso? Nein, mit dem Eimer hast du 7 Liter. Bist du sicher? Ja. Okay, geil. Gut, perfekt. Das war jetzt Emma, ne? Musst du wissen, an welchen Sitzen du dran warst. Ich weiß es nicht. Moku, komm mal bitte mit. Sarah? Ich muss mir das jetzt erstmal angucken, wie das da mit dem... Also Sarah ist an so viel Sitzen dran, dass du schon vergisst, wo er überall dran war. So. Installieren. Was sagst du dazu? Ich sag nichts dazu. Okay. Aus dem Muku kommt nichts mehr raus. Ja. Muku alle. Warte. Okay. Wo bist du? Dann ist Muku alle. Ich habe mir das gerade mit der Merkmaschine mal angeguckt. Ach so. Wir nehmen uns die Emma. Ich will Bäume fällen, aber wo ist denn denn am besten? Emma. Warte mal. Komm mal mit. Mhm. Wenn wir als nächstes... Wir haben ja hier einen relativ großen Bereich frei. Mhm. Wenn wir uns hier einen Abschnitt nehmen, so bis zum Hügel,
hier so an der Untergrenze des Hügels entlang, dass der Hügel selber bewaldet bleibt. Ja. Und ich nice. Neben dem Kuhgehege ja. quasi links davon, wenn du vorstehst, brauchen wir auch halt ein großes Fleisch für die Schweine. Ja. Willst du schon in Schweinebusiness so rein? Ja, ich möchte, wie gesagt, ich möchte mit Mella und Kleinpinguin spielen. Okay. Alles klar. Also, ich habe dann jetzt Tatsache... Dann fange ich hier auf der Seite an. Ich fälle da erstmal nur. Ob Mella mich jemals umbringt? Oh, ja. Die süß, die Kälber. Also, die Ferkel sind auch süß. Ares, verteidigst du mich vor Mella dann? Ja, nein. Das kommt drauf an, was du zahlst, würde ich jetzt sagen, ne? Auf tiefenentspannt. Okay, die Kühe habe ich abgemolken. Da würde ich direkt schon mal gucken, dass ich Käse draus make. 28 Liter. Da kriegen wir 4 Käse raus. Ist doch super. Dann hat sich die Melkmaschine schon fast wieder rentiert. Jo. Mhm. Lol, was ist hier los? Muss da noch was rein? Oder ist der Käse fertig? Der Käse, der im Schrank ist, der ist fertig. Ja, weil hier ist noch Käse, der gar nicht weggeräumt wurde. GG. Einmal mit Profis. Was willst du eigentlich noch so haben? Der Eierkorb ist da. Quest abgeschlossen, Füchse. Nice. Oh, Schweinefleisch habe ich nicht. Tut mir leid, kann ich nicht bringen. Noch nicht. Ich meine, ich brauche 600 für die beiden Schweine. Aber erstmal vorher den Scheinbau, das heißt, ich brauche viel Holz. Gut, dann wird das ist doch in Arbeit. Unsere nächste große Aufgabe. Achso, ich brauche bitte Blauschimmel. Bringe ich dir, wenn ich... Oh, du musst hinlaufen. Ja, ich glaube, ich laufe hin, weil wir haben nämlich nur 2 Blauschimmel noch. Lag gegenüber nicht auch noch was auf dem Schrank drauf? Ja, die Irtex. Achso, ach, die Irtex sind das. Ah, ich weiß nicht. Okay. Ich habe dunkel nur was da liegen sehen, deswegen... Jetzt haben wir erstmal wieder genügend große Fläche zum Bauen. Das einzige Problem ist, du kannst immer nur einen Fünferpack mitnehmen. Ich kann dir also, wenn du willst, nachher was auf dem Rückweg mitbringen. Weil du kannst nur ein Paket jetzt schleppen. Es sei denn, du nimmst deine Box mit, da kannst du die alle reintun. Buggy. Ja, das werde ich wohl machen. Nee, in der... Oh, Alter, Genius. In der Box ist noch Blauschimmel drin. Ah, siehst du? Wir hatten die in der Box abgelagert. Voll gut. Hi, Anna. Darf ich hier eine Kugel wohin stecken? Ich habe einfach nicht in die Box geschaut, ne? GG. Einmal mit Profis. Ja, hi, Anna. Ich kann nicht reingucken. Nicht ehrlich. Anna, keine Lust? Ja, die Anna, letzte Aufnahme-Session ist so lange her. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Minuten, um halt in meinen Groove ranzukommen und dann passt das so wieder. Blauschimmel, Blauschimmel. Ei. Ui. Ei. Wie viel kostet eigentlich so ein Wagen? Was für einer? Ich wollte sagen, die kosten ab 1500 Anime. Aufwärts, meine ich. Den Anime hat 800 oder so. Okay. Na, den kriegen wir ja eh. Sollte ich jetzt gleich mal wieder einen Quest bekommen und wir 6000 bekommen, dann können wir drüber reden. Ja, aber die einen Quest sind auch wieder da. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich wieder die Artefakt-Quest. Ja. Du weißt ja noch, wo es hinter unserem Haus war. Ja, das finde ich. Schau mal gerade nach unseren Gubbel-Gubbels. Wollen wir die Eier erstmal in Ruhe lassen, in der Hoffnung, dass Küken kommen? Ja, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ach stimmt, ich habe die eben alle eingesammelt. Nee, da liegen welche, deswegen frage ich. 1, 2, 3, 4 Eier, glaube ich, liegen da. Noch habe ich welche für die Käseproduktion, sonst machen wir mal ein paar Durchgänge halt ohne Ei. Das sind dann halt $10 weniger, ne? Na, dafür würde ich nicht auf die Eier verzichten. Aber da wir einen Hahn haben, kriegen wir immer mehr Hühner, deswegen... Lynch war der Hahn und Lynch war das Mädchen, oder wie war das? Ja. Deswegen steigert sich auch die Eierproduktion immer weiter. Ach, die haben das gepatcht, so wie es aussieht. Ich habe hier nur Anhänger und die funktioniert das Holz. Ich habe nicht mehr die Sachen. Oh, verdammt. Du musstest erst eine machen, damit du die andere freischaltest beim letzten Mal. Anhänger und die funktioniert, das heißt das Holz. Kannst du wieder hier im Ring. Ne, Anhänger geliefert, okay. Ja. Ja. Gut, Anhänger. Liegt auf dem Weg, hole ich mir nochmal. Ich helfe jetzt ja, mal sicher. Bis 16 Uhr mit dem Holz ein bisschen. Ja, wir brauchen viel Holz. Wenn ich das Schweinegehege genau wie das Kuhgehege baue, dann brauche ich viel, viel Holz. Du siehst ja, was wir hier jetzt eben schon gefällt haben. Ey, ich habe sogar einen recht guten Snap-Point. Sehr schön. Das ist immer geil, wenn du richtig stehst, dann kannst du viel machen. Ja. Ja, mich nervt das. Erinnerst du dich noch aus der Staffel 1 mit den Snap-Points? Ja. Was wir da teilweise da abgekotzt haben?
Hallöchen Anna, wie geht's dir? Ich denke immer wieder, wenn du das sagst, dass du gerade live bist, ne? Ohne Scheiß. Ja, ich auch. Link zu seinem Channel auf Twitch findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Gerne abchecken. Ich habe das Doppel-D Anna erledigt. Support, ihr wisst Bescheid. Sarkom-Mord. Bumm. Das ist ja geil. Bottleflip-Level-Baumfäller. Da waren eben gerade zwei Stämme übereinander. Ich habe mir den unteren gegrabt und der andere fiel fein säuberlich, so wie er da jetzt steht. Voll gut. Sehr gut. Also die Bären sind heute bis jetzt langweilig gewesen. Die kriegen einen Schuss ab und greifen mich nicht an. Ich muss immer zu denen laufen. Das ist 100% irgendein Bug. Ich weiß, normal krieg ich einen Schuss ab und dann darfst du laufen, wenn du Pech hast. In der Staffel 1 hat man den Bug mit der Munition, weil der immer rausgeflogen ist. Das war geil, das haben wir Geld gespart. Ohne Ende sogar, ja. Glücklicherweise verbrauchst du, wenn du schießt, ja nicht meine Munition. Das ist der Vorteil. Wenn ich einmal 24 kaufe, habe ich überhin dann 96 gekauft. Ja, aber wenn die nächste Session startet, heißt das, ich bin wieder auf dem Stand Munition, den du dann zu dem Zeitpunkt hast. Also das hilft nur, solange man drin bleibt. Ja, meistens machen wir ja mehrere Sachen auf einmal, deswegen. Ja, klar. Ah, das ist die nächste Anna. Formell hätte ich keine Angst, aber von Anna habe ich Angst, wenn die sich jemals an mir rächt. Oh, jung und naiv wie er ist. Formeller hat er keine Angst. Du glaubst gar nicht, wie böse die sein kann. Nee, Aros, oder? Mella ist so eine ganz Liebe. Solange man ehrlich ans Bein pisst, auf jeden Fall, ja. Der hat sich so ein bisschen ausgerichtet, habe ich den Eindruck, ne? Ich leg die so da drauf und die richten sich so ein bisschen aus. Ist gar nicht so verkehrt. Na. Map, da ist die Tankstelle. Die Richtung. Ist hier noch so etwas? Haben wir hier was zum Erledigen? Wer möchte eine Kugel haben? Keiner hier, der eine Kugel haben möchte? Das Spiel ist so chillig. Ja. Das ist einfach mal was komplett anderes als GTA oder 6 oder was auch immer. Das ist wie jetzt so gerne Dorfromantik. Das ist einfach chillig, einfach entspannt. Ja, ist vor allen Dingen auch mal was anderes. Ja. Meine Mitbewohnerin macht sich gerade über Movement mit dem von meinem Typen hier lustig. Ja, okay, die springen mit den Typen. Ja, okay und okay. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Nee, eher so, wie er mit dem Baumstamm wackelt, wenn er auf den Schultern ist. Ihr habt noch nicht gehört, wie ich erzählt habe, wie gerne ich die großen Stämme in der Hand habe. Bitte nee. Was? Hilfe. Wessen Zauberstab poliert ihr gerade? Gerade aktuell meinen. Naja, man muss schon bei den großen Stämmen anfangen. Bambi! Ja, warum fangen wir denn bei deinem an? Oh. War ja groß. Ich bringe eine traurige Nachricht, Bambi ist tot. Ja, mit dem richtigen Aufsatz fürs Mikroskop ist alles ziemlich groß, ja. Nein, mit dem richtigen Aufsatz fürs Mikroskop erscheinen Dinge groß. Es ändert aber nichts an der tatsächlichen Größe. Ich aber habe einen großen Stamm. Bitte was? Ich auch, ich habe den größten von hier. Du hast den größten Stamm, Sarah? Okay. Ja, nein, dein Stamm ist genauso groß wie meiner. Nein. Doch. Nicht. Nein. Meiner ist ein Pixel größer. Oh, nö. Und Aris hat den kleinsten, habe ich gehört? Nee. Auch Aris Stamm ist groß. Ja, aber Anime zum Beispiel, der ist nicht da. Das heißt, der Mann ist stammlos. Anime ist ein Mädchen. Oh, und alles nur. Oh, jetzt geht das wieder los. Nee, weil ich ein Mädchen bin. Genau. Komm doch mal rüber, Mann, setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Was, bloß weil ich alte Liedtexte kenne? Aber bin ich nicht groß geworden? Ich auch, aber trotzdem, nee. Anhänger geliefert? Ah, machst du das gerade? Ja, ich habe erstmal Auto getankt und dann bringe ich Anhänger weg. In der Hoffnung, dass wir nochmal die eine Mission bekommen, um $6,000 zu verdienen. Ja. Das wär... 6.000? Ja, die Mission richtig abgesandt, ja. Die haben wir zum Glück zweimal machen können. Das hat uns richtig den Start versüßt. Okay. Sonst hätten wir jetzt noch keine Melkmaschine. Ja.
Ja, keine Ahnung, was ihr die letzten Male so getreibt habt. Du, wir auch getrieben. Nicht. Getrieben. Getrieben, getreibt, genau. Wir haben es richtig hart getrieben, du. Sarah, ich treib's nur mit Sailor Andres. Have fun. Weiß Sailor Andres davon? Bestimmt. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die Gamescom, Leute. Habt ihr schon mal auf den Zettel? Gamescom, August. Sailor Andres? Mhm. Ja, aber hallo. Da wird es dann einen Tag Tatsache Sailor Andres geben, dass wir dich dazu haben breitschlagen können, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, hab ich jetzt nicht wirklich lange breitschlagen müssen. Ja, du machst ja auch jeden Scheiß mit. Ich hab gehört, du kommst im Entenkostüm, Ares. Nee. Ich bin mir dafür, jeden Spaß zu haben. Nee, ich werde gar kein Kostüm tragen, aus dem einfachen Grunde, ihr wisst, ich kann Hitze nicht ab. Und unter so einem Kostüm fängst du halt an zu schwitzen, es sei denn, du hast so ein Sailor Andres Kostüm mit so einem sexy Röckchen. Ne? Ja. Wenn du auch ein Röckchen willst, gebe ich auch ein Röckchen, Ares. Ich möchte kein Röckchen. Ich geb dir ein Tütü. Oh, und ein rosa Tütü für die Ente? Ein rosanes Tütü. Geil. Wir mit hatten so einem uns rosanen eben, Body, dann schwitzt du bestimmt nicht. Wir hatten uns eben noch vor der Aufnahme über die Schlafsituation dann unterhalten, ne? Ich weiß jetzt, wo die Frau pennt. Im Rhein. Ganz tief. Da sind so einige Leute, die wir versenken wollen. Also bist du dann gerade zu Gamescom ist der Rhein sehr belebt. Beliebt. Ich meine natürlich beliebt. Belebt. <Okay. lacht> Immer diese Freudchenversprecher. Wie konnte das nur passieren? Wie kann das nur? Schön lecker Köln unsicher machen. Nee, also ganz ehrlich, ich penne nicht im Rhein. Warum nicht? Warum? Du bist eine Meerjungfrau. Nee, bin ich nicht. Kennst du den Ausdruck, bei den Fischen schlafen? Andres, du kannst ja bei den Fischen schlafen. Warum sollte ich? Ich habe eine Wohnung. Ja, ich habe da ein Hotelzimmer. Nein, hast du nicht. Hey, warum nicht? Ja, weil ich Platz im Bett brauche und du ja eben gerade gesagt hast, dass du im Rhein schlafen möchtest. Dann nehme ich mir halt ein anderes Zimmer. Im Rhein gibt's keine Zimmer. Nein, aber im Hotel. Aber ich kann dir ein schönes Grundstück in der Nordsee zeigen. An der Nordsee. Das ist die Knobelbe. Genau so. Reicht schon, dass du mich in der Ostsee versenken willst. Ja, aus gutem Grund. Hä? Hast du verdient? Was hab ich denn gemacht? Ja, einfach ja. Ich hab gar nichts gemacht, deswegen. Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ach, ihr zwei passt gut zusammen. Ja, merkt das schon. Zack. Ich amüsiere mich da immer wieder köstlich drüber. Nicht nur du. So, gleich kümmere ich mich wieder um die Kühe. Und bereite den nächsten Käse vor. Ach, die Zitzen dran. Ich habe den Schuss gehört. Ich auch. Hey, scheint wieder in der Nähe zu sein. Nein, ich bringe den Burger ganz weg. Das war die Frau, die am Überlegen ist, ob sie mich abknallt und warum, einfach mal nicht trifft. Warum treffe ich dich nicht? Weil du scheiße bist. Sarah, ich bringe mal Schießen bei, dann kannst du ihn ganz leicht ausschalten. Weil du kacke bist, weil du kacke bist. Ich werf dir gleich... Frau, wir sind ja am Arbeiten, ne? Ja, und? Hör auf mich zu ballern. Ja, dann hör dadurch auf, geht's auch nicht schneller. Triff wenigstens Sarah. Auf, Scheiße zu labern. Das ist mein Job, ich werde dafür bezahlt. Und das Schlimme ist, es ist nicht gelogen. Quest abgeschlossen. So, einen Stamm schaffe ich noch. Okay, jetzt habe ich die Mission in den Planken. Die kann er sich mal wohin stecken. Mit den 48, glaube ich, waren. Ja, oder 60, oder wie viel das waren. Dafür wird kein Schwein hier hinbringen. Doch, aber nicht zu Fuß. Das habe ich schon einmal angefangen zu Fuß. Das dauert ein bisschen. Bisschen sehr lange, ja. Ne, wenn das nächste Mal das Auto frei ist, mache ich das gerne. Ich bin voll nur, um die nächste Quest freizuschalten. Wir haben 16:02. Ja, ich kümmere mich um 16:03, meine ich. Oder 4. Ja, das freut mich, dass du mich da so liebevoll darauf hinweist. Ja. Aber gut zu wissen, dass du die Uhr lesen kannst. Wer hat an der Uhr gedreht? Niemand. Die ist ein festes Element des User Interface. Die kannst du nicht drehen. Ist es wirklich schon so spät? Er ist doch mal ein Holzstapel, da kannst du schon sie zu sagen. Ja, Muku. Ich muss mal ändern, hier sind mir zu viele Bäume im Weg, wenn man hier Auto fährt. Wir arbeiten dran. Also wenn du hier alles platt hast, dann würde ich mal sagen, hast du das Spiel kaputt gemacht. Hallo? Wir arbeiten dran. Ey, das macht voll Spaß. Wirklich. Ja gut, du musst ja jetzt nichts mehr machen, ne?
Ja, doch, den Überblick behalten bei den Kühen. Welche ja schon gemolken hat. Weil es auch so viele sind. Ja, noch sind es 2. Beziehungsweise mit Nachwuchs sind es 4. Wobei wir noch nicht wissen, ob Männlein, Weiblein. Aber Männchen werden geschlachtet, Weibchen werden wir. Ja. Ja, zu viele Männchen brauchen wir auf keinen Fall. Ein Männchen reicht aus. Selbst bei den. Gut, bei den Hühnern haben wir eine natürliche Grenze, nämlich die Stallgröße. Ja, ja, stimmt, die müssen auch mal bauen, die großen Dinger. Okay. Aber du möchtest zuerst ins Schweinebusiness, sagtest du. Mir? Ja, ist okay. Kann ich mich mit anfreunden. Von mir aus. Können wir gerne so machen, ist kein Problem. Ja, dann noch ein bisschen Blauschimmel mitbringen und gucken, was die Schweine kosten. Wir haben jetzt noch 2000, wunderbar. Dann würde ich aber echt fast sagen, dass wir uns schon bald ein Auto leisten können. Ein weiteres. Ein kleines. Muss ja jetzt hier nicht so eine Riesenkarre sein, sondern halt, damit wir einen Zweitwagen da haben. Zum Beispiel für die Mission mit dem Planken oder so. Falls wir uns dann doch dazu entschließen. Ja, kann man ruhig mal machen. Nö. Ipa. Ah, von mir aus kann er sich ruhig erst seine Schweine holen. Oder dass man nicht immer bei den Holz. Also Holz damit immer hin und her rennen muss. So, jetzt das haben wir. Ja, die beiden Schweine kosten zusammen 600. Beide zusammen kosten 600. Ja, männlich, weiblich. Gut, wenn wir den Stall haben, 600 merken. Dann, Brauchst du deinen Blauschimmel nicht? Ich guck gerade nochmal. Ich habe hier auf dem Tisch ins. Nee, lass noch. Lass gut. Noch. Den Blauschimmel können wir holen, dann mit dem Käseverkauf. Sonst brauchen wir eigentlich nichts. Ja, wunderbar. Da haben wir tatsächlich jetzt gar keinen Stress. Rindfleischkuh, Rindfleischbulle später mal. Boah, die kosten mehr als die normalen Milchspitzeren Viecher. Ja, das war ja das Teuerste daran, ne? Die Schränke dann für die ja. Fleischproduktion und so weiter. Na, wir haben noch ein bisschen Eisen. Holz ist kein Problem. Lalalalala. Was wir noch gebrauchen könnten, weil davon kannst du ja eigentlich nie genug haben, ein paar von diesen Truhen, also hier von den Kisten. Ich habe ja 5 Stück auf dem Auto quasi gesehen. So. Ja. Kann ich zumindest eine schon mal da lassen, wenn du willst. Weil fürs Fleisch brauche ich mal immer so 3-4 Truhen. Wenn die Kühe alle da sind. Nee, ich Kühe sag schon, die Kühe würde ich schlachten, ja. Nur, dass ihr das mal versteht, was hier die allgemeine Verschwendung betrifft. Als ich mich eben das erste Mal eingeloggt habe zum Umgucken, hatte ich 110 Schuss Munition. Ich durfte mich dann ja, ihr habt es gesehen, aus Gründen aus- und wieder einloggen. Da hatte ich dann nur noch 86 Schuss Munition. Ich weiß nicht. Ich bin auch keine Schuld bewusst. Ich habe keinen einzigen abgefeuert. Lügenpresse. Ich würde sagen, immer diese Lügenpresse hier. Schön. Ich dachte, ich erwähne das mal. So. Das kann wieder okay, zum fangen wir an. Noch eine Reihe Holz. Ah, das läuft doch wieder. Smooth. Läuft, ja. Möchtest du die Sägen füttern oder möchtest du einladen? Die Sägen füttern? Wie hört sich das denn an? Ich fütter die Sägen. Gut, ja. Dann sammle ich einen und stapel. Ich schaue jetzt gleich mal wirklich nach den Autos, was das kostet. 800 kostet das Auto, was ich jetzt fahre. Das kleine? Ja. Würde euch denn das kleine reichen? Ja, natürlich. Gut. Was größeres gibt's nicht? Ich möchte gerne eine Limousine haben. Da ist später. Ich will später auch ein großes Auto haben. Ja, aber nicht jetzt. Ich wollte sagen, später ja, Sarah. Jetzt kriegst du was Kleines. Du kannst natürlich für 500 Quad holen, aber da könnte ich nicht drauf lagern. Nee. Das Quad ist einfach nur zum Rumfahren da. Ich denke, das ist dann doch im Sinne der Gemeinschaft, wenn wir uns ein kleines Auto jetzt noch dazu holen, oder? Ja. Zustimmung. Ablehnung. Frau, du hast das letzte Wort. Zustimmung. Wunderbar, 3-1. So, Ladies and Gentlemen, ne? So na, wichtig ist, dass er die 600 für seine Schweine mit einberechnet. Ich ja, bin nicht ich, Chef. Ja. Habe ich ja. Gut. Habe ich, ist drin. Mal abgesehen davon haben wir auch noch fertigen Käse.
Oder ich warte jetzt mal. Und heute war Weißschimmel im Angebot. Jetzt machen wir ja. Hast du gerade geguckt? Ja, ich habe ja nochmal. Direkt nicht, warum ich Fleisch verkauft habe. Wie der Mann gerade funktioniert, Leute. So muss das. Ja, Autohändler war er hier, oder? Sprechen. Willkommen, hier kannst du ein Fahrzeug kaufen. Sehr schön. Bauen. Ja. Benutze den Computer. Blablabla. Hast du mich gerade angemut? So. Dafür töte ich dich. Zurück. Auf Wiedersehen. Deine Kuh ist jetzt tot, die mich angemut hat. Nee. Du lässt bitte die Kühe in Ruhe. So. 800. Geländewagen. Du hast was von der Limousine gesagt, ne? Kapazität 0, es gibt eine Limousine. Ja, es gibt eine Echt Limousine. Jetzt? Ja, aber so eine Schrottlimousine. Oh, das wusste ich gar nicht. Pickup Quad. So. Was tun wir da? Gut, wir kaufen für 800 das Nutzfahrzeug. Vielen Dank für deinen Einkauf. Sehr schön. Und dann haben wir noch 1158 Rest. So, dein. Ich denke, damit lässt sich's doch arbeiten, oder? Na, jetzt haben wir dann zu viel ausgeben. Wenn wir irgendwann den Hühnerstall vergrößern wollen, dann brauchen wir erstmal wieder neues Geld. Weil wir brauchen viel Metall für die Dinger, die du willst, die für die Hühnerstelle. Die Hühnerstelle? Ja, weil wir haben nur ein ganz kleines Vieh. Vielleicht brüten die auch deswegen nicht aus. Wir haben ja genügend nur für den kleinen Stall, das ist das Problem. Habt ihr einen Wunsch bezüglich der Farbe eures Fahrzeugs? Ey, pass auf, dass es nicht zu viel kostet. Ich weiß, fahr mal gleich kurz Geld. Ja, 50 Dollar. Bitte dich. Ja, aber wie gesagt, das ist halt nur das Metall, was später fehlen wird. Ja, aber dieses Froschschwarzen-Grün, was an der Karre war, das ist doof. Das ist halt wirklich blöd. Ich sag's dir nur. Nachher sagst du, oh, wir brauchen Metall und dann haben wir kein Metall mehr. Das wird schon passen. So. So. Brumm, brumm. Ja, die Größe ist okay. Was hier einfach 1, 2, 3, 4. Ja, Moment, wenn man wie ein Behinderter den Weg sucht. Das ist typisch bei dir. Was? Es ist aber halb wirklich. Da ist der Weg. Quasi die Wegfindung einer Ente. Ja. Naja, wenn ich hier Scheinwerfer anhabe, ist ein bisschen doof. So! Du findest einen Kontinent, aber bei einzelnen Orten auf dem Kontinent wird's schwierig. Wow. So, euer Fahrzeug. Wunderbar. Ich habe mich für ein Blau entschieden. Ich denke, das ist okay. Es ist durchaus in meinem Sinne. Bist du gerade gegen die Seen gefahren? Nö. Nö. Ich bin bis hierhin in etwa gefahren. Hat sich bei mir so angehört. Nö. Auch die Ente wird gefahren. Gut. Dann würde ich aber sagen, bei mir auf jeden Fall sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich denke bei Anime auch, oder? Nö. Nö, du machst so weiter. Du bist wahnsinnig, dann sieht man ja nicht, es wird dunkel. Aha. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, unbedingt die Videobeschreibung abchecken. Da findet ihr einen Anime-Fan verlinkt. Ich wollte gerade sagen, und die Map zum selber zocken, man kennt's, ne? Partner Instagaming, Partner Triebwerk und natürlich der Merch. Alles verlinkt, checkt es ab. Support is come out. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch und auch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao, ciao. Tschüss.